Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. In diesem Video seht ihr das finale Review zum Sony Xperia T, Sonys aktuellem Flagship-Smartphone für den deutschen Markt. Wir wollen mal schauen, was das Bonphone so kann und ob es wirklich auf voller Linie überzeugt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Das Sony Xperia T misst 129,4 x 67,3 mm und ist dabei nur 9,35 mm dünn. Es wiegt angenehme 139 Gramm und liegt wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Auf der Vorderseite dominiert das 4,55 Zoll große HD Reality Display. Das löst, wie der Name ja schon sagt, mit 1280 x 720 Pixeln bei einer sehr scharfen Pixeldichte von 319 Pixel per Inch auf. Verfeinert wird das Ganze mit Sonys Mobile Bravia Engine. Auf das Display werden wir aber im späteren Verlauf dieses Videos noch detailliert eingehen. Ansonsten finden wir eine nahezu komplett schwarz gehaltene Front. Das wird lediglich durch das Xperia-Logo hier unten unterbrochen. Wir sehen oben den Sony-Schriftzug, die 1,3 Megapixel Front-Facing-Camera, hier noch die Hörmuschel, die in der sitzt dann auch noch eine Benachrichtigungs-LED für verpasste Mails, SMS, Anrufe etc. drin. Wenn wir uns das Sony Xperia T dann mal von der Seite etwas genauer anschauen, fällt schon das erste Design-Highlight auf. Das Gerät bzw. das Gehäuse ist an der Seite nach unten gewölbt. Das sieht meiner Meinung nach wirklich toll aus und ist wie gesagt etwas, was es von anderen Geräten unterscheidet. Außerdem finden wir hier den Micro-USB-Anschluss. Auf der Unterseite lediglich ein Mikrofon. Auf dieser Seite hier finden wir die dedizierte Auslösetaste für die Kamera. Darauf werden wir auch später noch genauer eingehen. Hier die Laut-Leise-Wippe, die ist wirklich gut verarbeitet und bietet einen sehr, sehr guten Druckpunkt. Ähnliches gilt für den Power-Button. Daneben finden wir hier einen solchen Einschub, den kann man öffnen. Da kommen dann die Micro-SD-Karte rein. Der interne Speicher von 16 GB ist nämlich via Micro-SD erweiterbar und hier kommt dann ganz einfach die Micro-SIM rein. Ich bin bei solchen Verschlüssen immer relativ skeptisch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die teilweise schlecht verarbeitet sind und dann nach einer gewissen Zeit ja entweder nicht mehr halten oder viel zu leicht aufgehen. Das ist hier nicht der Fall. Der ist wirklich sehr, sehr gut verarbeitet. Da hat Sony sehr viel richtig gemacht. Hier sehen wir den 3,5 mm Klinkenanschluss sowie ein weiteres Mikrofon. Und wenn ihr euch das Xperia T mal hier von vorne anschaut, seht ihr schon, dass dieser 3,5 mm Klinkenanschluss leicht herausragt. Das finde ich jetzt nicht so schön, ist natürlich Geschmackssache, aber definitiv etwas Nennenswertes. Gut gefallen hat mir im Test auch die gummierte Rückseite des Sony Xperia T. Sie verleiht wirklich einen guten Grip und lässt das Gerät trotzdem keineswegs billig wirken. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, diese eigentlich schwarze Rückseite, ich habe hier nämlich das schwarze Modell, wie man ja unschwer erkennen kann, wirkt so leicht glänzend, aber wirklich nur, wenn man es gegen das Licht hält. Ansonsten sieht das Ganze schön schwarz und dezent aus. Wie gesagt, sehr, sehr schön. Ansonsten finden wir auf der Rückseite das Highlight dieses Smartphones, die 13-Megapixel-Kamera mit einer Blende von f2.4, darunter natürlich eine Foto-LED, hier das Xperia-Logo und darunter dann noch der Lautsprecher. Sony setzt beim Xperia T auch wieder auf ein Unibody-Design. Der Speicher ist erweiterbar, das habe ich ja eben schon erwähnt. Der 1850 mAh starke Akku, ist aber leider nicht austauschbar. Allgemein lässt sich sagen, dass das Sony Xperia T sehr gut verarbeitet ist und hervorragend in der Hand liegt. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Smartphone und fühlt sich ziemlich wertig an und hat definitiv ein einzigartiges Design. Das ist ja für Sony Smartphones immer recht bezeichnend, hebt sich definitiv von den Modellen anderer Hersteller ab. Nun wollen wir das Xperia T aber mal einschalten. Wir betätigen den eben schon genannten Power-Button für circa 3 Sekunden, spüren eine kurze Vibration und schon fährt das Gerät hoch. Währenddessen wie immer die restlichen Daten. Als Plattform haben wir hier Android 4.0.4 mit Sonys Timescape UI. Ein Update auf Android 4.1 Jelly Bean soll im ersten Quartal 2013 folgen. Als CPU haben wir den Qualcomm Snapdragon S4 Dual-Core-Prozessor, der mit 1,5 GHz taktet, also wirklich eine recht aktuelle, eine recht gute CPU. Das Ganze wird dann noch von 1 GB Arbeitsspeicher ergänzt.
Schauen wir uns zunächst mal den Lockscreen des Sony Xperia T etwas genauer an. Wir sehen einen recht übersichtlichen Lockscreen, oben gleich mal Uhrzeit, Datum sowie den Wochentag. Außerdem können wir unser Gerät natürlich entsperren, entweder direkt zum Homescreen oder in die Kamera-Applikation. Außerdem können wir die Benachrichtigungsleiste nach unten ziehen und da zum Beispiel über die obigen Shortcuts WLAN aktivieren bzw. deaktivieren. Außerdem sehen wir natürlich hier auch verpasste Mails, Anrufe, SMS etc. und können direkt auf diese zugreifen. Was ich persönlich etwas vermisse, sind weitere Shortcuts, um zum Beispiel direkt in den Browser zu entsperren. Hätte mir ganz gut gefallen. Leider hat Sony darauf verzichtet. Vielleicht wird das aber dann auch mit dem Android 4.1 Jelly Bean Update nachgerüstet. Haben wir das Xperia T dann entsperrt, landen wir natürlich auf dem Homescreen. Wir haben 5 an der Zahl und bewegen uns durch eine solche Wischgeste. Und ihr seht schon, obwohl alle Homescreens voll mit aufwendigen Widgets sind, funktioniert das absolut flüssig. Es gibt eigentlich keinerlei Ruckler und das Ganze macht wirklich Spaß und läuft sehr, sehr flüssig. Durch eine solche Pinch-to-Zoom-Geste gelangen wir zu einer Art Übersicht über alle Homescreens. Anders als zum Beispiel bei Samsung sieht man beim Xperia T allerdings nur die jeweiligen Widgets, die sich auf den einzelnen Homescreens befinden. Wenn ich zum Beispiel dann wieder auf die erste Seite möchte, klicke ich einfach auf die Uhrzeit und gelange wieder dahin. Sieht ganz nett aus, ob das Ganze wirklich praktisch ist, muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Wir können natürlich auch Ordner erstellen. Wir haben hier 2 Applikationen. Wir halten einfach eine fest, ziehen sie auf die andere und schon können wir dem Ordner einen Namen geben. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Test. Um das Ganze zu demonstrieren, entschuldigt bitte, falls ich mich vertippe, aber ich sitze wie gesagt hinter der Kamera, das macht es nicht einfacher. Wir klicken auf Fertig, schon ist unser Ordner erstellt, wir sehen diese nette Animation, das Ganze sieht doch ganz nett aus und ist meines Erachtens ganz gut gelöst. Natürlich gibt es auch noch mehrere Möglichkeiten, euer Xperia T zu personalisieren. Sucht doch einfach einen beliebigen Punkt hier auf einem Homescreen, kurz festhalten, pardon. Und dann sehen wir, dass links und rechts diese beiden Zeichen erscheinen. Einmal dieses Pluszeichen hier, da kann man dann ganz problemlos zu einer Übersicht über alle Widgets, die sich auf dem Gerät befinden, gelangen und zum Beispiel solche Verknüpfungen für WLAN einfach drauflegen. Ihr seht, das funktioniert absolut problemlos. Wenn ich mich entscheide, dass ich diese Verknüpfung nicht mehr haben möchte, halte ich sie fest, ziehe sie einfach nach unten hier auf die Mülltonne und schon ist das Ganze wieder weg. Ja, außerdem haben wir links auch noch dieses Art Pinselsymbol, das sind Designelemente. Wir können entweder den Hintergrund verändern zu Live-Hintergründen oder Xperia-Hintergründen, die mit dem Gerät mitgeliefert werden. Interessanter finde ich aber die Option Design. Wenn wir darauf mal klicken, sehen wir hier unterschiedliche Farben dieses Xperia-Designs. Wir nehmen zum Beispiel mal grün und dann wird nicht nur der Homescreen-Hintergrund verändert, sondern wenn wir zum Beispiel hier oben über diesen Shortcut in die Einstellungen gehen, sehen wir, dass sowohl die Icons als auch der Hintergrund hier jetzt grün gefärbt sind. Finde ich echt cool, dass Sony da so viele Personalisierungsmöglichkeiten mitliefert und das Ganze sieht auch designtechnisch wirklich toll aus. Wie zu Beginn des Videos schon erwähnt, setzt das Sony Xperia T ähnlich wie zum Beispiel das Samsung Galaxy Nexus oder auch das neue Nexus 4 auf Onscreen-Tasten. Wir haben hier eine für zurück, eine für Home und eine für Multitasking. Darauf werde ich noch genauer eingehen. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass euch effektiv Platz vom 4,55 Zoll großen Display durch diese Onscreen-Tasten weggenommen wird. Wir zoomen wieder etwas raus und schauen uns jetzt mal diese Multitasking-Taste etwas genauer an. Einfach draufklicken und wir sehen schon, dass beim Xperia T der Taskmanager nach rechts gewandert ist. Beim Vanilla Android ist er ja immer links. Wir können aber natürlich problemlos durch eine solche Swipe-Geste nach links oder rechts die entsprechende Applikation schließen. Auffällig sind auch noch diese Symbole hier unten. Das sind sogenannte Smart-Apps. Wenn wir zum Beispiel hier auf dieses Mikrofon klicken, erscheint hier oben diese Smart-App, mit der man zum Beispiel Sound aufnehmen kann. Ist ganz praktisch. Dann gibt es noch eine weitere, um zum Beispiel hier eine Notiz zu verfassen oder um einen Timer zu starten. Den kann man dann beliebig einstellen. Auch ganz praktisch. Und mit der letzten
wie die Grafik das ja schon vermuten lässt, starten wir einen Taschenrechner. Es gibt noch weitere Smart Apps, die kann man sich problemlos runterladen, indem man hier auf Plus klickt und direkt in den Play Store wechselt und dann eben die entsprechende Smart App runterlädt. Da gibt es zum Beispiel noch einen Währungsumrechner etc. Alles ganz praktisch, da merkt man, dass Sony mitgedacht hat. Durch einen Klick auf dieses Feld hier in der Mitte gelangen wir natürlich in den Drawer. Hier sehen wir eine Übersicht über all unsere installierten Apps, bewegen uns natürlich auch hier durch eine solche bekannte Wischgeste. Durch einen Klick auf diese vier Felder hier oben fangen dann diese Apps zu schweben an und man kann zum Beispiel problemlos aus dem Play Store installierte Apps deinstallieren, indem man einfach auf dieses rote Symbol hier oben klickt und dann mit OK bestätigt. Ist ganz praktisch, ein Klick hier drauf und diese schwebende Ansicht wird wieder geschlossen und man kann die Apps nicht mehr deinstallieren. Auch durch einen Klick hierauf können wir unsere Apps dann ja einer speziellen Reihenfolge nach anordnen, entweder nach einer eigenen Sortierung alphabetisch, je nachdem welche App ihr am häufigsten verwendet habt oder eben welche man vor kurzem installiert hat. Nun wollen wir uns mal den Browser im Detail anschauen. Wir klicken hier auf Los und laden einfach nochmal TheVerge.com. Ihr werdet sehen, dass das Xperia T wirklich sehr, sehr schnell lädt. Das Ganze dauert jetzt kurz, ist aber auch eine aufwendige Website und schon ist es fertig. Wir sehen, man kann relativ flüssig scrollen. Am Anfang hat das eine kleine Verzögerung gehabt. Ich denke, der ein oder andere dürfte das gesehen haben. Aber das liegt natürlich auch teilweise daran, dass das wirklich eine sehr, sehr aufwendige Website ist. Wenn man den Pinch-to-Zoom-Test macht, sieht man, dass das auch relativ schnell geht, relativ flüssig geht. Es dauert teilweise etwas, bis der Text wirklich scharf gestellt und gerendert wurde. Ich denke, man hat es ganz gut gesehen, aber das ist dann schon Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Allgemein ist die Browser-Performance recht gut, kommt nicht ganz an das Niveau eines Galaxy S3, eines HTC One X oder vor allem eines Galaxy Note 2 ran, aber es ist doch ganz ordentlich. Was ansonsten auch noch auffällt, ist die scharfe Displayauflösung hier beim Surfen, vor allem dann natürlich im Landscape-Mode. Text wirkt hier wirklich wie gedruckt, wirkt sehr, sehr scharf und auch der hervorragende Weißwert des IPS-Displays, das macht sich wie gesagt bei solchen aufwendigen Seiten wie The Verge, die auf sehr, sehr viel kleinen schwarzen Text auf weißem Hintergrund setzen, bemerkbar, positiv bemerkbar und hat sehr, sehr gut gefallen. Wir befinden uns jetzt in Sonys eigens designter Galerie und wollen uns nun einfach mal das Display des Sony Xperia T anhand ein paar Bilder etwas genauer anschauen. Wir öffnen also die Beispielbilder und schauen uns das Ganze mal an. Ich zoome etwas heran und da bestätigt sich eigentlich der Eindruck, den man vorher im Browser schon bekommen hat. Das Display ist wirklich gestochen scharf und es ist vor allen Dingen sehr, sehr hell. Ich würde gefühlt sagen, dass es sogar noch heller ist als das eines iPhone 5 oder eines Nokia Lumia 920 und das gefällt schon mal sehr, sehr gut. Ja, Sony bewirbt das Ganze, wie am Anfang schon erwähnt, mit der eigenen Mobile Bravia Engine, die ja für hervorragende Kontrastwerte sorgen soll. Naja, die Farbsättigung und die Kontrastwerte können trotz dieser Bravia Engine etwas oder könnten trotz dessen etwas besser sein. Auch die Blickwinkelstabilität ist nicht ganz so gut wie bei anderen IPS-Displays. Im Endeffekt ist das ja hier drin wirklich nur, beziehungsweise was heißt nur, aber es ist natürlich ein IPS-Display. Trotzdem ist der Weißwert wirklich sehr, sehr gut, das habe ich ja auch schon erwähnt und ich denke, hier kann man es ganz gut sehen, auch der Schwarzwert ist für ein LC-Display wirklich gelungen. Auch beim Thema Videos anschauen schlägt sich das Xperia T wirklich sehr, sehr gut. Die Performance ist absolut hervorragend, zum Beispiel, wenn man nach vorne spulen will, überhaupt keine Probleme. Was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, ist, wenn man zum Beispiel Videos anschaut, verschwinden diese Touch-Buttons hier an der Seite oder diese On-Screen-Tasten nach einer kurzen Zeit automatisch und das Xperia T nutzt die volle Diagonale des Displays. Das finde ich ganz praktisch und das ist definitiv ein Vorteil von solchen On-Screen-Tasten. Weiter geht's mit dem MP3-Player, der bei Sony ganz klassisch immer noch Walkman, wahrscheinlich als Anspielung an die alte Walkman-Serie,
ja, heißt und daran erinnert. Wir schauen uns diesen mal an. Der hat sein ganz eigenes Design und sein ganz eigenes Layout. Ich finde das sehr gelungen. Es sieht relativ übersichtlich aus. Wir können hier oben zwischen jetzt gespielt und meine Musik wechseln, klicken dann zum Beispiel hier mal auf Interpreten und auf einen gewissen Song und schauen uns einfach mal das Layout des MP3-Players an. Auch das finde ich persönlich sehr, sehr gelungen. Sehr einfach designtechnisch, aber trotzdem wirklich sehr, sehr schön. Was auch noch überzeugen konnte, ist die Tatsache, dass man da wirklich sehr, sehr viel selbst optimieren kann. Man hat einen Equalizer und kann den je nach dem eigenen Belieben einstellen. Finde ich recht cool, finde ich recht toll. Und auch die Soundqualität ist mit entsprechenden Kopfhörern wirklich sehr, sehr gut. Hat mir auch sehr gut gefallen. Was leider nicht so überzeugen konnte, ist der integrierte Lautsprecher des Sony Xperia T. Der ist leider wirklich sehr, sehr leise und klingt teilweise einfach nur blechern. Das gibt definitiv Abzug. Nun kommen wir zum eigentlichen Highlight dieses Smartphones oder zu dem, was das eigentliche Highlight sein sollte, die Kamera. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, diese zu öffnen. Eine ganz einfache Situation. Ihr seid zum Beispiel im Stadion beim Fußballschauen und wollt schnell ein Bild machen. Kein Problem, einfach die dedizierte Auslösetaste kurz gedrückt halten und schon wird direkt aus dem Lockscreen raus ein vereinfachter Kameramodus geöffnet und es wird ein Bild gemacht. Wie gesagt, ihr könnt auch direkt vom Lockscreen darin entsperren oder natürlich ganz klassisch einfach hier die Applikation übers Menü öffnen oder einfach an einer beliebigen Stelle im Menü die Kamerataste gedrückt halten und schon wird die Kamera geöffnet. Wir sehen Sonys Layout, das möchte ich euch mal etwas genauer zeigen. Wir haben natürlich hier noch einen klassischen Software-Auslöse-Button, einfach draufklicken und schon wird ein Foto gemacht. Ihr seht, das geht sehr, sehr schnell. Außerdem geht es natürlich über die dedizierte Kamerataste, das würde ich auch jedem empfehlen. Hier unten ein Thumbnail zu den zuletzt aufgenommenen Bildern. Hier oben kann man dann zwischen Foto- und Videokamera switchen. Durch einen Klick hierauf kann man dann zwischen der normalen Kamera und der mit Motiverkennung bzw. der Front-Facing-Camera und einer Schwenkpanorama-Kamera switchen. Die funktioniert recht ähnlich wie zum Beispiel beim Lumia 920 oder beim Apple iPhone 5, also relativ intuitiv. Hier die Möglichkeit, den Blitz einzustellen. Und durch einen Klick hierauf gelangen wir dann zu den vielfältigen Einstellungen der Kamera. Man kann einerseits die Auflösung einstellen. Wir gehen zum Beispiel auf 10 Megapixel und haben dann problemlos ein 16:9 Format. Aber wir wollen natürlich die vollen 13 Megapixel dieser Kamera sehen und stellen das Ganze wieder auf 13 Megapixel im 4:3 Format. Ihr könnt natürlich noch weitere Sachen einstellen. Ihr seht es ja hier selber. Selbstauslöser, nochmal direkt den Blitz, Geotags, Lächelerkennung, den Verschlusston ein- oder ausschalten. Man kann den Schnellstartmodus kalibrieren oder ganz einfach hier die Aufnahmemethode einstellen. Zum Beispiel nur mit dem Touch-Auslöser oder nur mit dem Auslöser hier oben etc. pp. Da gibt es vielfältige Einstellungsmöglichkeiten. Wie ist die Kameraqualität aber nun wirklich? Naja, es sind sehr detailreiche Aufnahmen, das muss man wirklich sagen. Dank Sonys XMR-Chip, den man hier verwendet, kommt auch wirklich sehr, sehr viel Licht auf für die Kamera. Und die Bildqualität ist, wie gesagt, detailreich und an sich recht gut, vor allem natürlich bei guten Lichtverhältnissen. Aber das können ja mittlerweile fast alle Smartphones. Leider werden aber oftmals manche Bildbereiche einfach überbelichtet. Selbiges gilt dann für die Videos. Versteht mich nicht falsch, die Bildqualität ist wirklich gut. Ich hätte mir aber irgendwie mehr erwartet, wenn man bedenkt, dass Sony das Smartphone ja als Kameratelefon bewirbt und dass Sony Smartphones allgemein in letzter Zeit neben Nokia immer für hervorragende Bildqualität standen. Die Qualität ist auf einem Niveau mit dem Sony Xperia S zum Beispiel, kann aber nicht mit dem Lumia 920 mithalten. Das kann ich euch gleich schon sagen. Ordentlich, wirklich gut, war auch die Gesprächsqualität des Sony Xperia T. Die Verständlichkeit war super. Leider machen sich auch hier die miserablen Lautsprecher bemerkbar, wenn man eben mal auf den Lautsprecher schaltet, um zum Beispiel mehrere Leute an dem Gespräch teilhaben zu lassen. Ich würde das empfehlen, wirklich nur im Notfall zu machen. Ja, nicht wirklich überzeugt hat mich persönlich die Akkulaufzeit. Wenn man das Xperia T richtig fordert, hält der Akku teilweise
teilweise nicht mal einen ganzen Arbeitstag durch. Beim Galaxy S3 oder beim Apple iPhone 5 oder beim HTC One X zum Beispiel kommt man zum Beispiel mit meinem Anforderungsprofil problemlos über den Arbeitstag. Das ist mit dem Xperia T, wenn man es wie gesagt fordert, leider nicht möglich. Die Akkulaufzeit kann somit nicht ganz mit der eines Galaxy S3 und leider erst recht auch nicht mit der eines Galaxy Note 2 mithalten. Kommen wir nun also wie immer zu einem abschließenden Fazit. Für das Sony Xperia T spricht definitiv die hervorragende Verarbeitung und die Haptik. Es hat außerdem ein eigenes, ganz einzigartiges Design. Das finde ich an Sony Smartphones ganz toll. Es gibt zwar mittlerweile sehr, sehr viele, die sich sehr, sehr ähnlich schauen, aber sie heben sich definitiv von den anderen Herstellern ab. Auch die ordentliche Foto- und Videoqualität konnte einigermaßen überzeugen. Auch die Gesamtperformance gefiel mir wirklich recht gut. Es gibt kaum Ruckler, kaum Lags und auch das Browsen geht, wie ihr ja gesehen habt, sehr, sehr flüssig. Auch das sehr helle und detailreiche Display des Xperia T konnte überzeugen. Gegen das Xperia T spricht die Tatsache, dass der Akku nicht wechselbar ist und auch nicht ganz mit anderen Kontrahenten wie zum Beispiel dem Galaxy S3 oder dem One X mithalten kann. Auch die miserablen Lautsprecher sind definitiv ein Kritikpunkt. Ich finde Sonys Produktportfolio auch einfach übersichtlich. Ich schaue mir zum Beispiel das Xperia S an oder das Xperia Iron oder eben das Xperia T, die unterscheiden sich alle nur geringfügig, sei es durch 0,2 Zoll Displaygröße, sei es durch die Tatsache, dass im Xperia Iron und im Xperia S der Snapdragon S3 drin ist und im Xperia T eben der Snapdragon S4. Ja, und in einigen Wochen soll ja schon das Xperia V auf den Markt kommen, das dann irgendwie doch das eigentliche Smartphone ist. Also ich finde das Ganze vor allem für den Kunden etwas unübersichtlich und würde Sony da definitiv raten, endlich mal auf ein Spitzenmodell zu setzen und das dann auch mehrere Monate beizubehalten. Das ist halt meiner Meinung nach das Problem. Für mich unterscheidet sich das Xperia T zum Beispiel vom deutlich günstigeren Xperia S einfach nicht genügend, um auch den Preis festzusetzen oder zu rechtfertigen. Da wären wir nämlich schon beim nächsten Punkt. Das Gerät kostet knapp 480 € in den Online-Shops und das ist meiner Meinung nach einfach zu viel. Wenn man sich mal anschaut, wie viel zum Beispiel die Konkurrenzprodukte, also ich kann nur wieder das S3 oder das HTC One X nennen. Sony möchte ja mehr Marktanteile und das wird mit einem Preis von 480 € für das Xperia T definitiv nicht möglich sein. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ähnlich wie beim Xperia S der Preis recht bald sinken wird. Leute, das war auch schon das Review zum Sony Xperia T. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals vielmals bei getgoods.de bedanken, die mir wieder einmal dieses Testgerät zur Verfügung gestellt haben. In diesem Sinne hoffe ich natürlich wie immer, euch hat das Video gefallen, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.